Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute wieder für einen Flammkuchen, diesmal aber mit einem anderen Teig. Also ich habe ja neulich schon mal diesen Zucchini-Flammkuchen gemacht, der wirklich, wirklich richtig lecker war. Auch von dem Belag. Aber da hat mir halt nicht gefallen, dass der Teig so überhaupt nicht knusprig wurde. Was aber vielleicht jetzt auch an diesem Zucchini-Belag ein wenig lag. An dem Belag lag. Also das war einfach zu saftig und konnte dann nicht so knusprig werden. Aber jetzt möchte ich nämlich nochmal einen anderen Teig ausprobieren und mal gucken, ob der diesmal knuspriger wird. Aber wie gesagt, der Belag wird nämlich mit Spargel und mit Ziegenkäse und mit Frischkäse und Frühlingszwiebeln. Und deswegen, das ist nicht so eine nasse Geschichte wie mit der Zucchini und deswegen, da setze ich meine Hoffnung in die Knusprigkeit. Also, es geht los. Und natürlich braucht man es nicht mit dem Thermomix machen. Das würde sogar mit Knethaken gehen, gar kein Problem. 200 Gramm Mehl, dann nehme ich hier das 550er Mehl. Dann 10 Gramm Olivenöl. Dann 50 Milliliter Wasser. Und 60 Gramm Buttermilch. Ich habe die gerade nochmal geschüttelt, damit die... Die setzt sich ja immer so ein bisschen ab. Nicht, dass jetzt nur die Flüssigkeit, sondern auch das bisschen, was da so dick drin ist. Also 60 Gramm, mal gucken. Ah, natürlich sind es 65 Gramm geworden. Ja, wie soll es auch anders sein? Und einen halben Teelöffel Salz. Und das wird jetzt einfach für 5 Minuten im Teigknetmodus verknetet. Aber wie gesagt, auch gar kein Problem mit einer anderen Küchenmaschine oder man kann es auch mit der Hand machen. Gar kein Problem. Die 5 Minuten sind rum und ja, also das ist jetzt schon erstmal so ein bröseliger Teig. Hier alles noch an der Seite runter. Aber wenn ich das jetzt gleich noch ein bisschen verknete, dann wird das schon so ein Teigklumpen, wie ich ihn gerne hätte, aber wie gesagt, das war jetzt ein bisschen hier an den Seiten hoch und klebte fest. Hier, der Herr Muffel ist auch am Start und der Blödmann, nämlich der gestern Abend ganz wild spielen wollte, deswegen sehe ich jetzt dementsprechend aus, hier wieder ein bisschen geschunden. Das macht er immer sehr gerne zum Einschlafen, also zu meinem Einschlafen. Auf dass ich nämlich dann mich im Bett wälze mit blutenden Wunden und das brennt ja immer so wunderbar, so ein Katzenkratzer. Das ist schon was Schönes, ne? Ja, also wie man sieht, es sieht jetzt erstmal ein bisschen bröselig aus, aber sobald man das jetzt nochmal verknetet, Und der riecht halt so ein bisschen säuerlich, naja, wahrscheinlich von der Buttermilch, ne? Ja, also einfach nur ein bisschen kurz durchgeknetet. Ich packe mir das jetzt einfach ein bisschen hier in die Schüssel, einfach nur, damit ich keine Frischhaltefolie nehmen muss. Und jetzt soll er erstmal sich ein bisschen entspannen. Das wollen wir ihm auch gönnen. Also natürlich muss der nicht gehen. Ja? Also da ist ja gar kein Backtreibmittel drin, weder Backpulver noch Hefe, irgendwas. Ja, und ich glaube, für da ich ihn ja wirklich auch ganz dünn machen will, wie so ein Flammkuchen ja eigentlich auch gehört, glaube ich, ist es von der Menge auch wirklich gut. Ja, also den stelle ich jetzt einfach zur Seite, kommt noch der Deckel drauf und wenn er sich dann entspannt hat, wenn ich hier alles weitere vorbereitet habe, dann geht es hier weiter. So, ich habe mir schon mal alles so vorbereitet, wobei ich sagen muss, oh, die Lauchzwiebeln. Ach, da sind das so Frühlingszwiebeln, aber mit Frühling haben die nichts zu tun. Also die sind schon richtig scharf. Meine Augen haben schon wieder sehr gedreht. Ja, und den Spargel, den habe ich mir auch einfach nur schon mal, also unten das Holzige weggeschnitten, jetzt sonst nicht weiter geschält und das ist nochmal. Ach ja, und den Ziegenkäse habe ich schon mal auch zerkleinert. Und da kann ich sagen, oh, das ist ein richtig schöner Teig. So, also der zieht sich nicht so, also der andere, der war ja auch unheimlich schwierig auszurollen, aber ich glaube, bei dem wird das jetzt wirklich besser. Auch wenn, ich sag ja, ich habe ja so steife Handgelenke und deswegen, das muss immer erstmal eine gewisse, also die Spannung verlieren,
Ja, und dann kann ich das auch besser ausrollen. Ich nehme jetzt hier den Stein und ja, ich habe jetzt diesmal nämlich den mit dem Rand gewählt, weil letztes Mal war das ja auch so blöd, dass da alles runter lief. Also klar, hier so der Käse und so, wenn der dann schmilzt. Und ja, diesmal habe ich gedacht, ich mache es mit Rand, damit das nicht wieder passiert. Ja, und jetzt mühe ich mich jetzt eben noch ein bisschen ab. Ich mag euch das gar nicht zeigen, also wie doof ich mich da anstelle. Wie gesagt, das liegt nur an meinen Handgelenken. Ich kann da nichts für. Ja, und dann geht es gleich weiter. Also so dünn wie möglich natürlich. Und diesen Stein, der hat auch schon ordentlich Patina, den werde ich auch nicht irgendwie fetten. Ja, das hat dann mehr oder weniger gut geklappt. Also ja, ich stelle mich da wirklich immer doof an. Ja, dann habe ich hier einen Frischkäse. Bei mir sind das 300 Gramm. Ich denke mal, dass ich ungefähr 100 bis 150 Gramm des Frischkäses nehme. Der ist ja auch schon schön gewürzt. Und bestreiche ich das. Also mit 150 Gramm ist es wirklich richtig gut hingekommen. Also bei mir die Hälfte der Packung. Ja, aber bei mir darf jetzt noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Wobei natürlich wieder etwas Salz mehr als Pfeffer. Ja, und dann geht es dann auch schon ans Belegen. Also, ich habe hier die Frühlingszwiebeln. Man hätte natürlich auch schön rote Zwiebeln nehmen können, aber ja, ich hatte noch Frühlingszwiebeln da, so ein ganzes Bunt, und habe ich gedacht, ach, das finde ich passt auch gut. Und auch farblich, finde ich, macht's was her. Naja, und dann natürlich noch den Spargel da drauf. Da habe ich jetzt halt diese 500 Gramm Bunt genommen. Ich muss sagen, dass das ja immer gerne ist in diesen Packungen, dass dann extra unten diese Banderole drumherum ist, damit man nämlich den Boden nicht, also die Stängel nicht sieht. Und das war in dem Fall jetzt halt auch, ja, das musste ich unten ganz schön viel wegschneiden. Also das sind vielleicht jetzt noch 350 Gramm grüner Spargel. Und ich betone, diesmal kommt da kein Knoblauch dran. Also ich habe ja jetzt in der ganzen Corona-Zeit so viel Knoblauch gegessen. Jetzt muss er mal gut sein. Ja, der Backofen hat jetzt vorgeheizt, 220 Grad Ober-Unterhitze. Aber es kommt hier natürlich jetzt noch der Ziegenkäse drauf. Und der gibt ja auch so eine schöne Würzigkeit. Und ja, das ist vielleicht die Besonderheit auch an diesem Flammkuchen. Ich finde das sehr ansprechend jetzt schon mal und bin gespannt, wie es gleich aus dem Ofen kommt. Also 220 Grad. Unten habe ich den Rost jetzt im Backofen drin, aber wegen des Steins. Also wenn ihr das auf einem normalen Blech backt, dann würde ich eher sagen mittlere Schiene und dann auch nur 200 Grad. Aber bei mir jetzt wegen des Steins 220 Grad, ganz gut. Und während nämlich der Flammkuchen im Backofen ist, habe ich hier auch schon, ja, das ist ungefähr eine halbe Packung Rucola. Den habe ich jetzt gerade schon kurz gewaschen. Das sehe ich nämlich auch oft, dass die Leute das einfach aus der Verpackung nehmen. Das steht extra auf der Verpackung vor dem Essen waschen und ja, aussortieren. Aber ja, aussortieren brauche ich da glaube ich nichts. Höchstens diese ganz langen Stiele. Und also die mich jetzt sofort hier so anspringen, aber ansonsten. Aber ich habe auch schon mal Verpackungen gehabt, da waren richtig so Blüten auch mit drin. Das muss jetzt natürlich nicht sein. Das suche ich jetzt ein bisschen raus und dann schleudere ich den aber auch, weil, ja, also das muss ich sagen, das auch bei Salat. Ich schleudere den immer, dann fällt der dann auch nicht so zusammen. Ja, ich mache das auch manchmal bei Pizza, dass ich den Rucola sofort drauf mache und mitbacke. Aber dann ist der natürlich nicht mehr so schön und so frisch. Dann wird das wie, dann sieht das, also könnte das auch immer aussehen wie Spinat. Und ja, also wie gesagt, bei mir kommt der Rucola jetzt erst gleich noch drauf. Wenn es fertig ist, und aber den schleudere ich schon mal, dass der dann trocken ist und nicht, ja, dann alles wieder aufweicht. Also nach genau den 20 Minuten habe ich es jetzt rausgenommen und ich finde, dass es auf alle Fälle passt, auch von der Zeit. Und diesmal
ist das hier auch richtig schön, so eine knusprige Angelegenheit. Ja gut, jetzt waren natürlich nicht so viel nasse Sachen da drauf. Aber an sich, glaube ich, ist dieser Flammkuchenteig vielleicht auch wirklich besser geeignet. Und damit es jetzt aber nochmal richtig frisch und richtig grün ist, packe ich mir jetzt wirklich hier noch den Rucola drauf. Das hätte nicht sein müssen, aber ja, ich fand... Also, ich habe das schon mal so gegessen, halt im Kloster Marienthal, und fand das halt wirklich ganz toll. Ja, also, jetzt ist natürlich sicherlich alles ein bisschen in Rucola ja, versenkt, aber ja, viel hilft viel. Und wie man sieht, geht das auch total super hier von dem Stein runter. Ja. Also, so schön knackig ist das, ja gut. Und der Rucola, der schmeckt auch gut. Der ist auch so richtig ein bisschen scharf. Und natürlich geht es jetzt auch noch ans Probieren. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, für Kinder nicht unbedingt so. Also, ja, der Ziegenkäse, der ist ja schon ein bisschen würziger, der hat ja schon so seinen Geschmack, und ich glaube, Kinder mögen vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Spargel. Naja, und mit dem Rucola, der ist jetzt in dem Fall bei mir wirklich richtig scharf sogar. Also das würde ich jetzt bei Kindern auf alle Fälle weglassen. Ne? Also da würde ich lieber mit mehr Tomate oder sowas belegen. Jetzt für Kinder, also das ist jetzt, glaube ich, kein Kindergericht. Ne? Mhm. Total lecker. Mhm. Da schmeckt mir die Sprache. Ja. Also total lecker. Der Boden ist richtig schön kross. Kann man das hören? Also der ist richtig kross, der ist ganz dünn. Und ja, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das werde ich jetzt, da habe ich das große Glück, dass ich das jetzt verschmausen kann. Auch wenn ich das jetzt lieber im Kloster Marienthal gegessen habe, habe ich es schon beim letzten Flammkuchen von erzählt, dass es da so tolle gibt und dass man da so super sitzen kann. Naja, aber zu Hause ist ja doch am schönsten. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Kann es euch total empfehlen. Rezept schreibe ich unten rein, und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!